Der langjährige Pressesprecher der Stadtwerke Rostock, Thomas Schneider, wurde am 3. August in den Ruhestand verabschiedet. Schneider war seit 26 Jahren für die Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Stadtwerke-Vorstand Ute Römer würdigte sein außergewöhnliches Engagement für den Energiedienstleister und für die Stadtgesellschaft. Herr Schneider hatte bei uns die Aufgabe, letzten Endes die interne und externe Kommunikation für das Unternehmen entsprechend zu gestalten. Und das ist ja sehr, sehr vielfältig. Das geht los nach innen, in das Unternehmen rein, und das geht insbesondere auch nach außen, in die Stadtpolitik, in die Verwaltung, in die Bürgerschaft, in die Fraktionen. Das geht über das soziale Engagement, was die Stadtwerke leisten, über die Vereine, über verschiedene Formate. Und das hat er mit sehr viel Herzblut und Engagement gemacht. Und das ist auch sein Verdienst, dass wir jetzt momentan an der Stelle stehen, wo wir jetzt eben halt stehen. Es ist dieser Kreis, dass er sowohl das Sportliche, Kulturelle und Soziale, dass er diese Projekte nach vorne gebracht hat. Und ob das jetzt sein Wirken war, die Zusammenarbeit mit der JARO, ob das unsere Nachwuchsakademie ist, so unsere Leuchtturmprojekte, oder ob es Jugendforschung ist, diese Dinge, die würden mir da einfallen, dass man gesagt hat, da haben wir unsere Unternehmensziele mit dem Engagement in die Gesellschaft gut verbinden können. Thomas Schneider blickt auf ein 46-jähriges Arbeitsleben zurück. Geprägt haben ihn vor allem die Jahre nach dem Mauerfall als persönlicher Referent von Dieter Schröder, dem ehemaligen Chef der Staatskanzlei, der zwischen 1993 und 1995 Oberbürgermeister von Rostock war. Seine vielfältigen Kontakte konnte er als Stadtwerke-Pressesprecher gut nutzen. Der Unternehmensphilosophie entsprechend hat er viele Projekte mit auf den Weg gebracht, die den Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft fördern. Die beliebte Lichtwoche mit der Glühweinspende zugunsten von sozialen Vereinen zum Beispiel oder den Rostocker Almanach, der seit 1995 einen jährlichen Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse in der Stadt gab. Wir haben fast 30 Jahre zusammengearbeitet mit Thomas Schneider und viele Projekte für die Stadtwerke möglich gemacht. Zum Beispiel ja seit 25 Jahren den Innenböter. Da hat Thomas Schneider ganz große Anteile dran, dass wir das so lange durchziehen konnten. Den Almanach Rostock zwischen zwei Sommern. Alles hängt immer an Personen. Und Thomas Schneider war eine Person, die vieles begleitet hat, vieles möglich gemacht hat, gestritten hat mit uns für die Dinge, die wir betrieben haben miteinander. Gute Zusammenarbeit. Für uns war sie sehr, sehr wertvoll, weil Herr Schneider ja auch in unseren Anfängen, also wir haben ja auch eine tolle Entwicklungsgeschichte hinter uns, und Herr Schneider war gerade auch in den Anfängen, wo wir noch sehr klein waren und in den Startlöchern sozusagen standen, immer schon an unserer Seite, hat das von vornherein immer voll mit unterstützt, sodass wir auch immer die Möglichkeit hatten, auf solche Partner zurückzublicken. Und da war die Zusammenarbeit wirklich sehr, sehr wertvoll für uns, weil er das Ganze auch mit angetrieben hat sozusagen in seiner Person. Ja, also ganz speziell auch durch Thomas Schneider, mit dem tatsächlich die Kooperation mit den Stadtwerken anfing. Also er war unsere Tür in dieses tolle Unternehmen, und das werden wir ihm auch nicht vergessen. Und wir wünschen ihm von Herzen alles Gute für sich, für seine Familie, für seine Pläne in Afrika oder in Rostock, wo auch immer. Und ich hoffe, dass wir ihn irgendwann nochmal wiedersehen. Komplett zurücklehnen wird sich Thomas Schneider sicher nicht. Rostock liegt ihm schließlich weiterhin am Herzen. Ich denke schon, es wird auch der Zeitpunkt kommen, wo ich mich in der Gesellschaft nochmal da, hier oder dort einbringe, wo es gewünscht ist, wo es passt, wo ich vielleicht noch einen Beitrag leisten kann, ehrenamtlich. Das werde ich sehen, das lasse ich einfach auf mich zukommen. Aber noch ist dafür Kraft und Lust, da noch etwas an die schöne Stadt und ihre Gesellschaft zurückzugeben. Neuer Pressereferent ist Alexander Christen. Die Stadtwerke Rostock versorgen seit 1990 die Hansestadt und die Region mit Energie. Dem kommunalen Dienstleister war es von Anfang an wichtig, sich auf vielfältige Weise für die Heimat stark zu machen.